Ja, Friends, ihr lest den Titel richtig. Ich habe gegen Copyright verstoßen. Und das ist wirklich kein Scherz. Und zwar habe ich ja vor, glaube ich, 1 oder 2 Wochen, keine Ahnung, habe ich ja auf so ein, ja, Zusammenstellen eines Nintendo NES reagiert, ne? Und wie ich jetzt herausgefunden habe, hat da wohl das ein oder andere Video drin oder so, auf das man wohl Anträge machen muss oder so, um das zu haben. Das Problem ist, ich wusste das nicht. Und ich habe auch beim Bearbeiten des Videos so gesehen, so, ja, alles gut so, ne? Und habe das halt hochgeladen. Jetzt bekam ich heute die Mitteilung von YouTube. Ja, wir haben dein Video gelöscht. Und ich dachte mir so, wieso? Gehe ich also auf YouTube Studio, ne? Und sie so, oh Scheiße, dieses Video hat Copyright. Und ich dachte mir dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich nicht einfach ein Video irgendwie so da lassen, ne? Und ich glaube, es ist das Beste, wenn ich euch einfach auch erzähle, ja, ich habe Copyright Claim. Also, nehmt jetzt das nicht so ernst, ne? Copyright Claim, bitte macht das nicht extra. Ich habe das auch im Wechsel gemacht. Und ganz kurz noch zum sicher sein, dass ihr auch wisst, was passiert bei mehreren Copyright Claims. Wenn man mehrere Copyright Claims hat bei YouTube, 3, um genau zu sein, hat man eine komplette Kanallöschung. Nicht nur der Kanal jetzt hier, dieser hier, auf dem ich jetzt gerade bin, sondern auch noch alle, wirklich alle Kanäle von mir. Das heißt, mein Main-Kanal als auch der Zweikanal hier wird gelöscht. Kein Scherz. Ich kann nicht sonst, wenn es mir den Sinn kommt, ne? Oder wenn ich es hinkriege, kann ich euch noch ein Bild einblenden. Denn mein aktuelles Editing-System hat gerade übelst Probleme und hat manchmal keinen Bock, irgendwas zu machen. Keine Ahnung wieso. Und das ist übrigens auch so das erste wirkliche Video, wo ich so über ein spezielles Thema rede. Ich hoffe, ich kann das euch gut sagen, was ich meine. Und ja. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, um was es geht, was mein Problem ist. Und ja. Hätte ich vielleicht YouTube-Partnerschaft, hätten wir das Ganze vielleicht umgehen können, weil dann kriegt man ein Tool, das dir hilft, Copyright zu Dings. Ne? Ihr wisst einfach, dass man sieht, was Copyright ist und was nicht. Ist scheiße, ja. Ich habe jetzt eine Verwarnung bis zum 2. Februar, glaube ich, oder 28. und ja, es ist scheiße, aber ja, ich kann halt auch nichts dran machen. Ich werde jetzt mehr auf die Videos anschauen und ja, wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Kamitendo. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr weitere solche Videos auch mal sehen wollt, natürlich auf dem Main-Kanal, nicht hier. Schreibt mir trotzdem gerne in das Video, in die Kommentare, ob ihr solche Videos gerne habt oder ob ich sie nicht machen soll. Auf jeden Fall danke dafür, an alle, die es bis zum Ende geschaut haben, danke. Ich wollte es jetzt nur kurz gesagt haben, ne? Und ich will euch schon Videos bringen. Es macht mir unglaublich Spaß und ich will euch einfach Videos bringen, denn ich finde es einfach so cool, wenn ich Leute unterhalten kann. Auch wenn die meisten Leute nur eine Minute meiner Videos schauen, finde ich das schon gut. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ah ja, Kamitendo.